Also die Stimmung hier im TSV Weilendorf, die ist, muss man sagen, fantastisch, aber die wird vermutlich gleich noch ein bisschen besser werden. Und schuld daran oder verantwortlich dafür ist der Daniel, stellvertretender Jugendleiter hier. Sag uns noch mal ganz kurz, worum es geht. Ja, also es geht um unsere Jugendtore. Das ist also die Priorität auf jeden Fall. Die sind ca. 40 Jahre alt, werden immer geschweißt und ja, da brauchen wir dringend neue. Genau, Daniel. Und jetzt würde ich mal sagen, der Daniel hat auf jeden Fall noch einen ziemlich fetten Applaus von euch verdient. Denn, liebe TSVler, ihm habt ihr zu verdanken, dass ihr heute von Antenne 1, von den Traumwahrmachern, 10.000 Euro bekommt für eure Dinge, die ihr unbedingt anschaffen müsst. Yeah! Also 10.000 Euro unter anderem für Tore, die benötigt werden. Was wäre noch dringend nötig bei euch? Ja, also die großen Tore auf jeden Fall und was wir auf jeden Fall brauchen und jetzt nicht haben, beziehungsweise einfach viel zu schwer sind für Mädels, für die kleinen F-Jugendlichen, für die E-Jugendlichen. Kleine Trainingstore, weil das ist einfach die Sache, die uns fehlt. Also auf jeden Fall. Natürlich. Super geil von euch, Dankeschön. Also das freut uns sehr. Ich glaube, das ist bei euch genau an der richtigen Stelle hier für die Jugendarbeit. Das ist ganz wichtig, was ihr hier leistet, dass die Kinder ein Hobby haben. Ich finde, nichts ist schlimmer als Menschen ohne Hobbys. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass ihr alle hier so engagiert seid und ihr habt die 10.000 Euro total verdient. Vielen Dank euch nochmal.